Venom im Slayback und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online-Video hier auf meinem Kanal. Du bist in GTA 5 Online entweder ein Anfänger oder dein Kontostand sieht einfach nicht ganz so aus, wie du es dir gerne vorstellen würdest. Dann bist du hier genau richtig, denn ich zeige dir in diesem Video, wie du jetzt noch diese Woche in GTA 5 Online zum Millionär werden kannst und werde dir ja eben die Methoden zeigen, wie du am besten dein Geld jetzt verdienen kannst. Falls du neu bist und das Ganze über die Suchleiste oder sowas gefunden hast, dann lass du gerne ein Abo da, damit du rund um GTA 5 ab sofort gar nichts mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein in das Video. So, kommen wir zum allerersten Punkt und das ist wirklich die Sache, die ich jedem Einzelnen empfehlen kann, auch wirklich jede einzelne Woche zu machen, denn es ist das Zeitrennen. Zeitrennen sind eben Rennen, die befinden sich irgendwo auf der Karte, in dem Fall jetzt genau hier bei uns. Und dort muss man eben ein Rennen, beziehungsweise ja, eine Strecke eben abfahren innerhalb von einer bestimmten Zeit. Diese Zeit ist meistens irgendwas zwischen 2 und 3 Minuten ungefähr. Und dann, wenn man das Ganze schafft, bekommt man eben 100.000 GTA 5 Dollar. So auch eben diese Woche. Das Zeitrennen befindet sich diese Woche hier. Diesmal sind es sogar nur 38 Sekunden. Das heißt, wenn ihr hier dieses Zeitrennen startet und schafft, bekommt ihr 100.000 Dollar innerhalb von 38 Sekunden. Und wenn ihr das Video jetzt irgendwie ein paar Wochen oder Monate später schaut, keine Sorge, es gibt jede einzelne Woche so ein Zeitrennen. Und ich lade ja diese Videos zu diesen Zeitrennen eigentlich auch immer hoch. Das heißt, ihr könnt einfach mal auf meinem Kanal schauen und Zeitrennen eingeben. Dann werdet ihr mit Sicherheit das Zeitrennen von eurer aktuellen Woche auch finden. Somit auch eben dieses Zeitrennen, dazu habe ich bereits gestern oder vorgestern ein Video hochgeladen, guckt einfach auf den Kanal oder gebt einfach ja ein Zeitrennen, dann werdet ihr das Video schon irgendwie finden und dort zeige ich euch eben, wie ihr das am besten schaffen könnt und dann hättet ihr schon mal eure ersten 100.000 GTA 5 Dollar innerhalb von ja ungefähr einer halben Minute. Um das Zeitrennen von eurer Woche dann eben zu finden, müsst ihr einfach auf der Karte schauen und nach ja diesem Zeichen hier Ausschau halten, dort befindet sich immer das Zeitrennen. Das gleiche gilt für das RC Bandito Zeitrennen, das ist das hier. Das ist dieses Zeichen hier, dort kann man ebenfalls so einen Zeitrennen machen, dafür braucht man aber ein bestimmtes Fahrzeug, das ist eher so ja, ein bisschen für fortgeschrittene Spieler, aber dort kann man auch 100.000 GTA 5 Dollar in ja, sehr kurzer Zeit eben verdienen. Dann kommen wir jetzt zu einer weiteren Möglichkeit, wie ihr jede Woche in GTA 5 sehr viel Geld verdienen könnt. Und zwar sind das eben die Gegner-Modi. Denn jeden Donnerstag, wenn eine neue Eventwoche ins Spiel kommt, dann gibt es eben neue Möglichkeiten bzw. neue Gegner-Modi, auf denen man dann doppelt und dreimal so viel Geld verdienen kann. Dafür gehen wir einmal auf Options, gehen auf Online, dann auf Jobs, Jobspielen von Rockstar Shield und das vorletzte sind dann die Gegner-Modis. Dort könnt ihr einfach durchscrollen und müsst dann rechts oben schauen. Und hier seht ihr zum Beispiel bei Bestie gegen Schlitzer steht 2x RP und 2x Geld. Das heißt, ihr bekommt bei diesem Gegner-Modus, wenn ihr den spielt, doppelt so viel Geld und eben doppelt so viel RP als normalerweise. Und dort könnt ihr einfach dann die ganzen Sachen einfach durchgehen und schauen, wo ihr eben mehr Geld bekommt. Zum Beispiel hätten wir hier noch einen Bunker-Schlitzer, bekommt man auch doppelt so viel. Einfach weiter runter gehen und es werden immer ja weitere Sachen kommen. Hier zum Beispiel kam Autoplay auch doppelt Geld und doppelt RP. Und diese Gegner-Modi, wo man eben mehr bekommt als normalerweise, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Speziell in dieser Woche wäre es dann zum Beispiel noch das hier, Schlitzer 1, 2, 3, 4 und 5. Dort bekommt man eben auch doppelt so viel. Gleiches gilt für dieses hier. Slashers ist auch überall doppelt Geld und doppelt RP drauf. Also schaut einfach diese ganzen Sachen hier durch und ja, da werdet ihr mit Sicherheit den einen oder anderen Modus finden, wo ihr dann eben spielen könnt und halt mehr Geld mitnehmen könnt. Wir haben diese Woche außerdem noch ja, doppelt Geld auf die Business Battles und doppelt Geld auf den Alien Überlebenskampf. Der kam gestern neu in das GTA 5 Spiel eben hinein und ja, der findet nachts in Los Angeles statt. Das heißt jetzt irgendwann, wenn es dunkel ist, könnt ihr da einfach in der Lobby starten. Da müsst ihr ein bisschen aufmerksam sein und wenn der eben stattfindet, macht ihr mit und nehmt ja, doppelt so viel Geld bei diesem Überlebens- oder Konkurrenzkampf dann eben mit. Ansonsten geht ins Casino, das befindet sich hier, dreht dort einmal am Tag am Glücksrad. Dort könnt ihr, wenn es gut läuft, auch entweder ein geiles Auto mitnehmen oder halt ja ein bisschen Geld. Und wer das jetzt alles immer noch nicht gut findet, der muss sich halt irgendwie andere Businessmöglichkeiten heraussuchen, wie zum Beispiel die Büros, wie zum Beispiel eine Basis, die ist gerade auch reduziert, ein Hangar oder sowas. Da gibt es ja noch sehr viele andere Möglichkeiten. Aber das waren so die Sachen, wo ich jetzt mal sagen würde, kann man am schnellsten jetzt gerade diese Woche Geld mitmachen. Und das, meine Freunde, soll es dann gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat oder wenn das Video jetzt dir geholfen hat, um vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen, dann kannst du mir jetzt gerne mit dem Daumen nach oben zeigen oder das Video einfach mit deinen GTA 5-Kollegen teilen. Und ja, ich bin raus, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut und ciao.